In der Wiege der Industrialisierung qualmen die Schlote der Fabriken unentwegt vor sich hin. Die Städte starren vor Ruß. Männer, Frauen und Kinder sorgen dafür, dass die Maschinen am Laufen bleiben. Und das bis zu 12 Stunden am Tag ohne Pause. Das Eisenbahnnetz wird fleißig ausgebaut. Die Züge haben ihre Höchstgeschwindigkeit innerhalb weniger Jahre verdoppelt. Der Glaube an die moderne Technik ist so ungebrochen wie die Regentschaft von Königin Victoria. Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zur 6. Folge mit Transportfieber. Erstmal eine schöne Einleitung. Haben wir zwar in der letzten Folge schon mal gesehen, aber ich dachte mir, das wäre eine gute Einleitung, wenn wir das, bevor wir die Mission starten, noch einmal hören hier mit der neuen Folge. In der Wiege der Industrialisierung qualmen die Schlote der Fabriken unentwegt vor sich hin. Das hatten wir auch schon mal. Die Städte starren vor Ruß. Männer, Frauen und Kinder sorgen dafür, dass die Maschinen am Laufen bleiben. Und das bis zu 12 Stunden am Tag ohne Pause. Das Eisenbahnnetz wird fleißig ausgebaut. Die Züge haben ihre Höchstgeschwindigkeit innerhalb weniger Jahre verdoppelt. Der Glaube an die moderne Technik ist so ungebrochen wie die Regentschaft von Königin Victoria. So, da ist jetzt der Ladebildschirm. Aber ich weiß gar nicht, was das mit meinem Hals jetzt gerade ist. Naja, auf jeden Fall warten wir den Ladebildschirm ab und wenn wir in der Mission sind, starten wir mal durch mit dem, was dort zu machen gibt. Und ungeheuerliches Unglück, das Schottland in diesem Jahr 1880 erschüttert. Die Eisenbahnbrücke am Tay ist eingestürzt. Der Sturm riss sie entzwei und den Zug, der sie überquerte, gleich mit in die Tiefe. Da war unsere gute Königin wohl etwas vorschnell, als sie den Baumeister der Brücke zum Ritter geschlagen hat. Wir können das besser. Man hat uns beauftragt, etwas weiter südlich, am Firth of Forth, eine Eisenbahnbrücke zu konstruieren. Dazu ist es höchste Zeit. Die Fähre macht die Leute seekrank und der Umweg übers Festland ist lang und mühsam. Kein leichtes Unterfangen, die längste Brücke der ganzen Welt zu bauen. Und der Tidenhub von bis zu 6 Metern und die starke Gezeitenströmung machen die Sache auch nicht leichter. Immerhin wurde nun anschaulich demonstriert, wie man es nicht machen sollte. Ja, da sind wir auch schon in der Mission. Ich melde mich mal zurück. Leider ist es so, dass der Text direkt anfängt und ich deswegen vorher nicht mit euch reden kann. Aber das macht nichts, wir starten jetzt direkt da in diese Mission. Aufgabe ist es, eine Brücke zu bauen, wir haben Pause drin. Okay, Start der Mission. Der Einsturz der Tay-Brücke, ein Desaster zweifelsohne, hat seine Ursache allein in menschlichem Versagen. Eine Reihe von Konstruktionsfehlern, Ignoranz und Schlamperei. Jedenfalls wissen wir jetzt, dass gusseiserne Teile zum Bau moderner Brücken nicht allzu viel taugen. Setzen wir lieber auf etwas Solideres. Stahl. Ja, das hört sich ja ganz gut an. Also wird das so sein wie in der ersten Mission, dass wir wohl Stahl anliefern müssen. Wir lesen uns das jetzt gerade mal durch. Für die Produktion von Stahl ist Kohle und Eisenerz nötig. Transportiere diese mit einem passenden Zug von Falkirk Kohlmine nach Livingston Iron Ore Mine nach Falkirk Steel Mill. Nutze die bestehende Brücke. Nutze die bestehende Brücke in der Nähe von Falkirk, um Kohle anzuliefern. Das wird bei der nächsten Aufgabe nützlich sein. Okay, dann haben wir mal rein. Dann schauen wir uns hier erstmal um, was hier überhaupt Lage ist. Also hier sollen wir auf jeden Fall anliefern. Also da wird Stahl gemacht. Und wir merken so, hier da ist Kohle. Da ist eine Brücke. Das heißt, wir werden erstmal Kohle von dort hinten nach hier rüber transportieren müssen. Dann legen wir damit mal los. Geld haben wir genug. Eisenerz müssen wir nachher auch noch hier runterfahren. Das ist aber auch recht easy. Okay, dann fangen wir hier erstmal an. So, wir bauen da einen Güterbahnhof.
Wir sind 1880, da würde ich sagen, dass wir mit 80 Metern erstmal auskommen. Wir können den ja ohne weiteres nachher verlängern, das ist nicht das Problem. Und wir müssen den hier auch noch ein bisschen drehen. Jetzt kommen wir zu einer Spezifikation vom Spiel, die dadurch, dass ich die Fabrik nachher nochmal ausdehnen, kann ich das Ding hier nicht bauen, obwohl augenscheinlich genug Platz da ist. Das heißt, ich muss das Ding einfach mal hier ein ganzes Stück weiter runtersetzen, weil ich den Platz nachher brauche, um die Plattform zu vergrößern. Krümmung zu groß. Dann kommt das Ganze mal so hin. Irgendwas war mir jetzt gerade eingefallen, was mir noch aufgefallen ist. Ich weiß noch nicht mehr was. Aber hier schon ganz gemütlich ranfahren. Und hier drüben um den Berg rumfahren wir natürlich. Hier hin. Zack. Und da gehen wir wieder runter. Nein. Wo wollen wir? Da wollen wir hin. Also passt das hier schon ganz gut. Da müssen wir halt hier so ein bisschen auf dem Damm bleiben. So, jetzt gehen wir hier einmal. Passen das mal gerade an. Und jetzt kommt nämlich was Schönes, was es auch noch in dem Spiel gibt. Ist, man kann die Schienen jetzt auch an den Straßenfix machen. Jetzt müssen wir aber den Bahnhof hier hinten hinbauen, den zweiten, den wir brauchen. Können wir hier direkt an die Kante setzen, das ist sehr gut. Und dann können wir von hier aus das Gleis weiterziehen. Das ziehen wir auch hier an der Straße lang, würde ich sagen. Also wie gesagt, man kann das wirklich so, wie man die Schienen nebeneinander baut, kann man das mit der Straße auch machen. Zack. Und einmal so. So, wunderbar. Haben wir das erledigt. Müssen wir jetzt eine Eisenbahn dort losschicken. Und die schicken wir mal von hier hinten. Nee, das geht ja nicht. Da haben wir nicht genug Platz. Dann schicken wir die einfach mal von hier aus los. So. Zack. Da kommt das Depot hin. Und dann kaufen wir uns mal ein Zügelein. Leistung 50 kW, wir wollen ja die Zugkraft. 60 eindeutig das Beste hier. Der offene Güterwagen, der kann Kohle transportieren. Da machen wir erstmal auf 80 Meter. 81. Okay, war jetzt sowieso Blödsinn, was ich da gemacht habe. Weil ich eine Lok voranhängen muss. Das wäre dann die hier. Haben wir schon größere Schildgutwagen? Nee, haben wir nicht. Also. So, 82 Meter sind wir dann. Dann machen wir das so. 9 Wagen sind das. So, Linie zuweisen. Neue Linie. Einmal von hier. Und zwar, wenn du voll beladen bist. Und dann fährst du nach hier rüber. So. Dann haben wir das erledigt. Das ist dann unsere erste Zuglinie. Die können wir gerade mal umbenennen. In Kohle, damit wir das einfach mit... Okay. Kohle. So, dann haben wir das erledigt. Der wird dann gleich losfahren. Jetzt gucken wir nochmal in das Missionsbildschirm. In den Missionsbildschirm. Führe dieses Kohleneisen. Transportiere sie mit einem passenden Zug von Valkyra Coal Mine. Das ist die hier, ja. Heißt ja so, ja. Und Living Iron Ore Mine. Iron Ore. Das ist dann die hier. Okay. Geld haben wir noch ein bisschen. Natürlich die Frage, wie wir das Ganze hier machen. Ob wir das mit dem Tunnel machen. Ich glaube, das ist fast am sinnvollsten. Wenn wir das so machen. Da ist der Güterbahnhof. Auf 80 bitte. Bringen wir den dahin. Ja, wunderbar. Und dann bauen wir uns hier eiskalt einfach mal einen Tunnel durch. Zeig mal her hier. Das kostet 6, okay, einfach. Einfach kann jeder. Wir nicht. Gut, dann planen wir hier mal.
gar nichts mit Weichen hier. Jetzt bauen wir hier raus. Ja, wir wollen schon ein bisschen schneller fahren. Einmal so. Und... Na, geht das? Geht das? Geht das nicht? Nee, geht er nicht. Hier so ein bisschen rausziehen. Wieso geht das nicht? So geht das. Und dann können wir die Glühweingleise hier zusammenführen. Einmal so. Okay, das passt. Und dann gehen wir jetzt hier nach außen ran. Und dann werden wir jetzt hier noch ein Stück rausziehen. Und werden dann hier eingleisig weiterfahren. Wenn ich das hier treffe. Ach, warum habe ich das Missionsbildschirm überhaupt noch an? Das ist ja... So. Da bin ich rüber. Da, genau. Wunderbar. So, jetzt kommen wir hier. Da ist am günstigsten irgendwo. Hier sind wir bei 62.000. Wunderbar. Dann können wir jetzt hier schön eine Straße lang bauen. Dann machen wir nichts verkehrt. Weil die Infrastruktur da ja schon da ist. Und das ist auch schon relativ... Hallo? Ja, hier noch ein bisschen Berg hoch. Das ist doch ein bisschen teurer. Dann gehen wir hier irgendwo. Ja. Doch wieder hier im Berg. Müssen wir am Berg bleiben. Das ist kacke. Wir können auch hier rüber gehen. Hier rüber. Nee, es ist alles nicht so. Ich bin da einfach zu tief gekommen, dann machen wir das einfach nochmal weg hier, den Teil hier. Und gehen dann da ein bisschen auf den Damm. So, schon mal ein bisschen höher da. Da wollen wir hin. Ja nicht. Da wo wir hin. So, es war jetzt ein bisschen teurer, aber wir kommen auf jeden Fall an dem Berg vorbei. Wir können dann hier schön an der Straße weiter mitfahren. Und dann gehen wir jetzt hier rüber an diesem Bahnhof ran. So, wunderbar, dann haben wir das geschafft. Dann können wir dort theoretisch den zweiten Zug auch anschließen. Mal gucken, wie wir das mit dem Depot hier machen. Manchmal geht's, manchmal nicht. Da ist die Kurbelung jetzt zu groß. Also geht nicht. Wir können hier irgendwie rangehen. Geht auch nicht. Machen wir es anders. Machen wir das einfach mal so. Nein. So. Bauen dann hier so eine Schleife drumherum. Und hier so eine schöne enge Schleife können wir bauen. So. Und dann gehen wir hier auf das Gegengleis. So. Ist das eine vernünftige Weiche? Nein. Aber wir können das hier noch enger machen. So. Krümmung zu groß, ist klar. So, und dann gehen wir hier aufs Gegengleis. So, wunderbar. Können wir uns einen zweiten Zug kaufen. beziehungsweise müssen wir hier drüben diesen zweigleisigen Bereich, den wir irgendwo hatten, da oben hat man den. Den müssen wir noch vernünftig ausbauen. Und zwar soll der Zug hier auch Platz machen können. Einmal so. Und
Da wird ja erstmal nur angeliefert. Das heißt, wir können hier auf den zweiten Bahnsteig erstmal verzichten. Bauen dann hier die Weiche rüber. Und dann haben wir das soweit alles erledigt. Bis auf die Signale. Mal, mal. Da ein Signal. Hier kommt eins hin. Und dort kommt eins hin. Dann kommt hier noch eins hin. Und vor dem Bahnhof kommt noch ein Signal. So, dann sollte das alles passen. Dann kaufen wir noch den ersten Zug da jetzt. Und dann können wir anfangen, Stahl herzustellen. Das Depot würde ich anklicken. Dieses da. Genau. Züge kaufen. Nehmen wir auch diesen da. Kaufen. Und dann wollen wir Eisenerz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Linie zuweisen. Neue Linie. Und das ist dann von hier hinten nach hier hin. Und dann haben wir das geschafft. Die Züge, die werden sich auch nicht begegnen. Zumindest fürs Erste. Wir gucken mal, wie das mit der Ausfahrt hier ausschaut. Einen Kontostand von 10 Millionen haben wir geschafft. Okay, ist ein bisschen blöd natürlich, weil wir die 10 Millionen als Start hatten. Erreiche eine Stadt mit 750 Einwohnern haben wir auch erreicht, ohne dass wir irgendwas großartig machen mussten. Macht aber auch nichts. Wir schicken den ersten Zug hier raus. Der zweite kommt hoffentlich direkt hinterher und fährt jetzt vorweg. Muss er ja. Es ist ja das Gleis belegt quasi. Abgesehen davon dauert das ja auch noch, bis der da voll ist. Dann können wir hier die Linie auch gerade nochmal ändern. Da habe ich nämlich Mist gebaut. Bei der Linie 1, das ist übrigens Eisenerz. Ne? Komm her. Und der soll hier bitte vollladen. So, wunderbar. Dann haben wir das geschafft. In der nächsten Folge werden wir uns dann mit dieser zweiten Mission aus der europäischen Kampagne weiter auseinandersetzen. Und dann wünsche ich euch bis dahin noch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr hier bei mir erschienen seid. Und bis dahin gibt es von mir natürlich wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Auf Wiedersehen und bis morgen und zum nächsten Mal. Ciao, ciao.